Und damit begrüße ich euch wieder zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Oblivion. So, wir stehen jetzt hier auf voller Höhle namens, schauen wir mal kurz hier, Wattake hin. Wir sollen ja hier für die Magiergilde nach Wattake gehen, weil es anscheinend irgendein Problem gibt und mit Skalil sprechen. So, letzte Aufnahme haben wir ja die Arena soweit gemacht und haben mehr über den Grauen Prinzen herausgefunden, das unter anderem ja ein Vampir ist, und haben genau, wir haben die Arena abgeschlossen, genau, und jetzt machen wir mal ein bisschen Magiergilde weiter auf nach Watakien. Ah, stimmt ja, wir haben unseren Verehrer hier dabei. Genau, der kommt da so lange mit, bis der uns halt nervt. Was wahrscheinlich relativ schnell der Fall sein wird. Ah, ich glaube, hier geht's gleich weiter. Ich gehe mal kurz zurück. Hier dürften eigentlich keine Gegner sein. Das ist ja von einer Magiergilden-Exkursion quasi. Ne, hier ist keiner. Ja. So, Weckenstein nehme ich mal beide mit. Noch eine, Gold. So, 58 Gold. Die Wildelfen. Noch auf dem Buch. Magie von Himmel. Von 50 Gold, Dankeschön. Der Zutritt zu diesem Gebiet ist leider verboten. Nur Magier der Gilde sind zugelassen. Ja, ich bin ein Mitglied der Magiergilde, Skalil. Habt ihr hier etwas zu suchen? Sagt mir nicht, dass Jarol euch geschickt hat. Doch, doch, der hat uns schon geschickt. Ja, komm mal. Irlaf hat euch also geschickt. Was? Irlaf. Hätte ich mir denken können. Er hat Wichtigeres zu tun, als selbst herzukommen und sich um sein eigenes Projekt zu kümmern. Also schickt er jemanden, der keine Ahnung hat. Und das soll eine Hilfe sein. Damit will ich euch natürlich nicht beleidigen. Es ist nicht euer Fehler. Vielleicht könnt ihr mir sogar helfen. Wenn ihr herausfinden könntet, wie die Säule funktioniert, wäre ich entzückt. Ihr könnt euch gerne daran versuchen. Säule? Erstmal wie immer Gerüchte. Wer für seine guten Taten berühmt ist, empfängt am Wegschrein von Julianos den Segen der Intelligenz und der Magie. Magie. So, und dieser Ort hier, Wattakien? Dieser Ort hat bisher nichts als Ärger gebracht, wenn ihr mich fragt. Seit wir die Kreaturen losgeworden sind, die sich hier eingenistet hatten, war es ein endloser Kampf herauszufinden, wie dieser Ort funktioniert. Die Säule gibt uns seit über einer Woche Rätsel auf. Und die Verletzungen, die sie zugefügt hat, will ich gar nicht erst erwähnen. Was ist das denn jetzt genau für eine Säule? So nennen wir es. Aber nur, weil wir nicht wissen, was es eigentlich ist. Oder war. Es ist magisch. So viel wissen wir schon. Es ist auf irgendeine Art verzaubert. Wir glauben, dass es eine Art von Schloss ist, konnten aber nicht herausfinden, wie es funktioniert. Alles, was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass es auf Magie reagiert. Leider meistens auf denkbar unangenehme Weise. Schon mehrere Magier wurden bei dem Versuch, ihre Zaubersprüche darauf anzuwenden, verletzt. Es befindet sich an der tiefsten Stelle der Ruinen, falls ihr euer Glück versuchen wollt. Seid aber vorsichtig. Es könnte eurer Gesundheit beträchtlichen Schaden zufügen. Geht am besten auf Nummer sicher. Keine komplexe Magie. Bleibt bei einfachen Zaubern mit Einzeleffekten. Es ist es nicht wert, unnötige Risiken einzugehen. Diese Säule klingt interessant. Die schauen wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Noch was über diese Säule? Wir wissen mittlerweile nur, dass es mit dem Rest der Kammer verbunden ist. Wir wissen nur noch nicht, wie es funktioniert. Ich habe jeden Versuch aufgegeben, dies herauszufinden. Wir kommen einfach nicht dahinter. Ich habe keine Ahnung, wieso Denil dort unten bleibt. Er legt es geradezu darauf an, getötet zu werden.
Gut. Welch eine Vergeudung meiner Talente. Ja, ja. Gut, dann schauen wir uns mal diese Säule an. So. Ist doch bis jetzt ziemlich überschaubar, die Ruine hier. Ah, ich höre ein düster Gespenst durch die Wände. Seid hier drinnen auf der Hut. Ach, du bist dieser Dinell. Sie haben euch wohl reingeschickt, damit ihr euer Glück an dem Ding versucht, nicht wahr? Ja, aber wir haben erstmal wieder Gerüchte. Die Gegend östlich des Niben ist noch ziemlich wild. Kaum Menschen, außer Banditen. Aber zumindest haben die Schatzjäger noch nicht alles leergeräumt. Ja, wie denn auch, wenn er mir alles nachspawnt, ne? Soll ich diese Engine einfach weitergehen? Ich habe von diesem Ort mehr als genug. Das könnt ihr mir glauben. Und ich habe auch genügend Narben, um das zu beweisen. Sobald wir herausgefunden hatten, dass die Säule auf Zaubersprüche reagiert, haben wir einige ausprobiert. Ich glaube, ich war nur eine Stunde lang bewusstlos. Ja, nur ist gut. Das hat mir vollkommen gereicht. Nur ist gut. Ich versuche Skalil nach besten Kräften zu helfen, aber ich gehe nie wieder in die Nähe dieses Dings. Deswegen steht's doch hier unten, in der Nähe dieses Dings. Ja, der Säule, ne? Ich weiß nicht, wie viel euch Skalil gesagt hat. Wir wissen, dass es auf Magie reagiert. Doch bei jedem Versuch hat das Ding demjenigen, der den Zauber probierte, einen Schock versetzt. Bisher ist zwar noch niemand dabei gestorben, aber nach den ersten Versuchen haben wir es aufgegeben. Ich kann euch sagen, dass es teuflisch wehtut. Das Einzige, was wir herausbekommen haben, sind die Markierungen. Seht ihr sie an den Wänden? Sie müssen in irgendeiner Beziehung zur Säule stehen, doch ich weiß nicht in welcher. Wenn wir eine Art von Bezugspunkt hätten, etwas, mit dem wir sie vergleichen könnten, dann könnten wir sie vielleicht entziffern. So etwas haben wir aber leider nicht. Skalil hat vielleicht ein Buch, das uns nützen könnte, aber sie ist uns wegen Irlafs Verhalten ihr gegenüber immer noch gram. Vielleicht könntet ihr sie darum bitten? Na mal klar. Noch was zu der Säule? Mehr kann ich euch nicht sagen. Solange wir keine Anhaltspunkte für ein Verständnis dieser Symbole haben, werden wir dieses Rätsel niemals lösen. Gut, und dieses Buch, diese Eileiden-Referenz? Ich weiß nicht. Alles, was helfen könnte, diese Symbole in den Ruinen zu deuten. Sie ähneln nichts, was wir bisher gesehen haben. Seht euch vor. Okay, dann nochmal hoch zu Skalil. Yep. Falls es irgendetwas über Watakin gibt, das euch erklärt werden muss, dann lasst es mich wissen. Ich werde helfen, wenn ich kann. Ja, du sollst ja so ein Buch haben. Ich weiß nicht, warum es Denil überhaupt versucht. Das kann nur schief gehen. Aber nun gut, wenn er unbedingt will, soll er seinen Willen haben. Es ist nur eine weitere dieser Angelegenheiten, die am Ende mir in die Schuhe geschoben werden. Island-Referenz, okay. Warte, das schauen wir uns mal an. Welch eine Vergeudung meiner Talente. Ja, ja. So, schauen wir uns mal dieses Buch an. Was habe ich schon gelesen, ne? So, Island-Referenztext. Und ihre Übersetzungen von Renis Anin. Die folgenden Inschriften wurden im Laufe vieler Jahre in mühsamer Arbeit abgeschrieben und übersetzt und werden hier für alle Zeiten bewahrt. Af Molag Anayamus Af Lata Magica, vom Feuer Leben, vom Licht Magie. Okay. Gut, dann geht's mal wieder zurück zu dem Knilch da unten. Dann schauen wir uns jetzt mal gleich die Säule an. Wisst ihr, ich sah euren Kampf... Ja, das ist jetzt egal, die Säule. Ihr seid derjenige mit dem Buch. Sagt ihr mir, wie es funktioniert. So, ich habe das Buch. Ihr habt also das Buch, ja? Ja. Gut für euch. Ich habe vorerst aufgegeben, mich um sie zu kümmern. Ich sage euch etwas.
Ich werde das Buch nehmen und danach, falls ihr mir die Inschriften vorlesen könnt, nachsehen, ob ich Übersetzungen für sie finden kann. Jetzt, da ich das Buch habe, kann ich versuchen, die Inschriften an diesen Wänden zu übersetzen. Lest mir einfach nur die Inschriften vor. Gut. Das ist aufregend, findet ihr nicht? Jetzt gucken wir uns jetzt mal kurz diese Säule hier an. Also, dass mir meine Uhr hier piept. So, hier, lest die Tafel. Die Inschrift lautet Magica Sila. Drei Beckenste nehme ich mal mit. Magica Loria. Was haben wir hier? Afmafra und Nagaya. Afmolak Anyayames. Seid hier drinnen. Schönen Tag. So, die Übersetzung. Na schön. Welchen Teil soll ich euch übersetzen? Moment. In Ordnung. Ja? Das ist aufregend, findet ihr nicht? Ich würde sagen, ich weiß vielleicht nach rechts, von rechts hier einmal im Kreis quasi. Schauen wir mal. Was? Warum machst du die Tür zu, du Idiot? Magica Sila. Es ist mir. Ja. Na schön. Magica Sila. Das bedeutet, Magik erstrahlt. Wenn man das mit der anderen Inschrift Magik verdunkelt vergleicht, ergibt sich vielleicht eine andere Übersetzung. Wenn wir annehmen, dass es Magie nimmt zu bedeutet, dann brauchen wir vielleicht einen Zauber, der die Magie verstärkt. Vielleicht etwas, das sie zunehmen lässt. Also sowas wie Magiker festigen. So, rechts, nee, Quatsch, links war ja dieses Ayayames oder so. Demzufolge müsste dies als Leben aus Feuer übersetzt werden. Also muss es Feuer sein, sonst noch etwas. Ah, okay, gut, links war das erste. In Feuer. Das heißt, ja quasi dann einmal im Uhrzeigersinn, ne? Gut, Feuer haben wir ja. Quatsch. Nein, das war falsch. Das war mein Blitzzauber. Hier, Feuerball. Okay. So. Nagaya. Schauen wir mal, was das ist. Es ist mir ein. Ja. So, Nagaya. Das Wort Mafre scheint so viel wie Frost zu heißen. Daher müsste ein Zauber mit Eisschaden eigentlich eine Wirkung haben. Sonst noch etwas? Okay. Das ist auch Eisschaden. Wir haben doch, glaube ich, einen Eiszauber. Ja, genau, hier die kalte Berührung. Gut. Dann das rechte hier. Magica Loria. Einen wunderschönen. Das bedeutet Magik verdunkelt. Zieht man die andere Inschrift hinzu, lässt es sich mit Magie nimmt ab und Magie nimmt zu übersetzen. Vielleicht sucht ihr einen Zauber, der die Magie schwächt. Okay, das heißt Magie absorbieren und festigen. So. Eine kürzlich benutzte Spitzhacke. So, übrigens, wenn man halt die Zauber nicht hat, weil so Magiker absorbieren und so, das habe ich ja nicht. Das sind Tina Truhe die ganzen Schriftrollen alle drin, ne? Die man halt dafür braucht. Gut, dann probieren wir es mal mit Magica, oder meine ich das vielleicht dann, wir es auch so machen. Machen wir zuerst, würde ich sagen, erstmal Magie entziehen. Schaden Magica, genau, oder sowas hier. Quicksave. Ja, können wir richtig. Okay, und dann das Magica festigen. Hier. Genau, ich habe das Rätsel der Säule gelöst, wodurch weitere Ruinen von Vatakeen freigelegt wurden. Genau. Das ging doch eigentlich jetzt richtig fix. Ich weiß aber noch, als ich das allererste Mal das gespielt habe, da habe ich doch schon ein bisschen länger gebraucht.
So, schau mal an. Na, jetzt seht euch mal das an. Genau. Jemand muss nachsehen, wohin dies führt. Ich glaube, ihr solltet gehen. Schließlich habt ihr ja die ganze Schwerarbeit geleistet. Ja, ich habe alles gemacht. Wenn es hier irgendwelche Entdeckungen zu machen gibt, dann solltet ihr derjenige sein, der sie findet. Das habt ihr euch wirklich verdient. Gut, auf geht's. Seid auf der Hut und achtet. Fackel aus. Und zur offenen Bergsee. Bergsee? Machst du bitte mal die Fackel aus? Also wir gucken. Safe. Oh, oh. Düstergespenst. Oh Gott, ich mach ja gar keinen Schaden. Ja, der Typ ist abgehauen. Gut. Jetzt geht's wieder los hier. Erstmal ist mein Umbra leer. Schauen wir mal kurz. Ja, jetzt tatsächlich Umbra ist leer. Dann müssen wir es mal kurz aufladen. Geringe. Allgemein. Muss man. Links muss hier aufladen, auch mal meinen Bogen aufladen. Ah, ich habe keinen passenden Seelenstein für ihn gerade. Jetzt meine ich, diese Arena-Fan ist vollkommen nutzlos. Jetzt kommt er wieder. Mach diese scheiß Fackel aus. Ja. Na gut. Ich habe ja noch irgendwo hier ein Düstergespenst. Knochenmehl. Eine Tollkirsche. Edelsteinring und ein bisschen Gold. Nehme ich mit. Was? Ach, da oben, diese Kristalle feuern auf mich. So, sollen wir hier Schnelligkeit, Gift heilen? Brauche ich nicht. Oh Gott. Und wir haben beide Vulkanglasschwerter ausgerüstet. Sag mal, ist der. Dieser scheiß Arena-Typ, ich mach den jetzt schon. Ich hab den jetzt schon kaputt auf den. Mach der einfach eiskalt die Tür zu. Ah, entwaffnet. Hey, genau, hey. Oh, ein schönes Glaslangschwert, das nehme ich mal mit. Der Typ ist vollkommen nutzlos, ich hab's ja gesagt. Wie Glück hat Schaden erlitten, das machst du. Muss ich mir ganz kurz gucken unter Attributen. Blocken. Ein wirklich geschickter Kämpfer lernt das Ablocken mit Schild und Waffen. Ihr habt lange und verbissen geübt und seid nun ein Geselle im Blocken. Hey, 50 sind wir jetzt bei Blocken, okay. Beim Ablocken tragen eure Waffen und euer Schild keinen Schaden mehr davon. Wenn ihr mit bloßen Händen blockt, wird die Waffe des Gegners ein wenig zurückgestoßen. Allerdings fügt euch der Angriff den vollen Schaden zu. Okay, sehr gut. Oh,
Oh ja, man merkt auf jeden Fall, dass wir die Schwierigkeit ein bisschen erhöht haben, auf jeden Fall. In der letzten Aufnahme. Und ist tot. Und er lebt da noch. Er lebt noch. Schade. Übrigens, wenn der Typ drauf geht und der stirbt, kommt er wieder. Ne? Also es ist so ein nerviger Typ. Halt den nämlich mal mit. Ich erschwere ein düster Gespenst. Der läuft einfach ganz geschmeidig durch. Ja, warum nicht? Ah, haben wir gerade schon wieder gesehen. Und ein Elfenlangschwert. Schönes Elfenlangschwert. Oh, was haben wir da oben? Ah, ich glaube, wir sind in dem Raum angekommen, wo wir hin müssen sogar. Sehr schön. So, muss man hier kurz die Lage abchecken, bevor wir da jetzt da rein hochgehen. Meistens ist das ja so, dass in solchen alten Ruinen natürlich so Schätze oder allgemein Sachen ja nicht gerade unbewacht sind, ne? Das meine ich, habe es gehört, es wurde irgendwas wurde beschworen. Und hier haben wir einen uralten Elfenhelm. Oh, ein Lichts. Oh Gott. Ich habe tief im Vatakin ein Objekt gefunden. Ich sollte es zu Skalil bringen. Oh. Okay, jetzt geht's hier ab. Es geht die Party ab hier. Oh Gott. Bäh. Yo. Danke. Oh Gott, wir müssen einen dieser Lichts loswerden. Gut, er ist es down. Hä? Ist noch ein Licht hier oder was? Oh Gott, das ist tatsächlich noch einer. Oh Gott, jetzt will ich auf jeden Fall einen Heiltrank trinken. Mal kurz ein paar Seelen anfangen. Zack. Ha, los geht's hier, komm. Okay, das ist langsam knapp. So, dann können wir mal Ausdauertränke trinken. Jo, danke. So, der ist auch down. Ah, Umbra ist wieder leer. Heieieiei. Stab des Blitzes. So. Der Arena-Fan ist immer noch da oben. Na gut, soll er da ruhig bleiben, ist mir eigentlich egal. Okay, wo geht's denn da hinten hin? Hinten haben wir noch irgendeine Art
Tür oder so? Laut Karte geht es sogar ein bisschen weiter. Ah, es hat sich jetzt ein Weg geöffnet. Vielleicht sollten wir uns doch mal eine andere Waffe holen. Also Umbra ist zwar gut, aber also keine richtige Verzauberung drauf. Mann, diese scheiß Düstergeschmelz, was der zieht mir irgendwas. Ich glaube, Lebensenergie absorbieren war das, glaube ich. Zack, 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 komm schon. Ja. Obwohl, wir könnten eigentlich mal. Ich habe noch ein bisschen Glaslangschwimm mitgenommen, ne? Ja gut, wir brauchen kurz mal eine magische Waffe. Das Glaslangschwert ist ja nicht verzaubert, was wir gerade gefunden haben. Fackel aus. So, Kreaturbefehl. Ach ja. Und 529 Gold. Wow. Cool, cool. Seelenstein. Wow, und nochmal 378 Gold. So Gold als. Ja gut, Mithrian habe ich jetzt auch mal mitgenommen. Da oben ist noch ein düster Gespenst. Gut, Eisschaden. Die sind resistent gegen Eis. Deswegen macht man Bogen nicht so viel Schaden. Cool, also jetzt, wo wir die Schwierigkeit erhöht haben, machen die Kämpfe auch viel mehr Laune. Weil die erstmal allgemein ein bisschen länger gehen. Ich wurde ja auch schon in den Kommentaren darum gebeten, die Schwierigkeit hier umzuändern. Das habe ich ja in der letzten Aufnahme schon getan. Ach cool, wenn wir schleichen sind, löse ich keine Druckplatten mehr aus. Ach cool. Okay, hier ist der Ausgang. Wo geht's denn da oben hin? Beziehungsweise, wo komme ich denn jetzt raus, wenn ich hier jetzt rausgehe? Okay. Ja, okay, Moment, dann gehen wir noch kurz durch den anderen Ausgang mal kurz durch. Menschen will ich hier natürlich auch alles erkunden. Übrigens auch nochmal ein schönes, großes, fettes Dankeschön an euch. Also die letzten Aufnahmen, die ich hochgeladen habe, jetzt auch, zum Beispiel auch halt von Oblivion und natürlich auch von den Rat des Talos, habe ich ja echt Bombenaufrufe drauf in letzter Zeit. Das will ich mich an der Stelle mal voll richtig herzlich wirklich bei euch bedanken für die vielen Zuschauerzahlen. Einfach nur schön. Sowas freut mich. Ah, Mist. Nein. Oh, sogar zwei jetzt. Aber nicht unbedingt auf der Treppe. Jo, und der Verehrer ist tot. Ja. Okay, es geht los. Warte mal, ich glaube, beschwören können wir was beschwören? 5 Punkte an Berühren, ich glaube, bringt nämlich nicht viel, oder? Ah, das kann ich sowieso nicht zaubern. Krankheit teilen, Kreatur befehligen. Stufe 2, das bringt gar nichts. Schon Ausdauer. Das bringt mir auch nichts mehr, weil die leveln ja mit. Das heißt, sie sind auf jeden Fall keine Stufe 3 mehr. Das sind nur so Anfangsschriftrollen. Ja, und Remora fürs, aber das kann ich sowieso nicht casten. Da brauchen wir 620 Mana für.
Drachenhaut. Drachenhaut könnten wir machen. Das ist ja. Das haben sie uns umgeschmissen. Eieieiei. Alle mit Ruhe, Leute. Das ist genug für alle da hier. Ja, einer ist dauernd, sehr gut. Alter. Was geht jetzt los? Das können die mich umschmeißen. Jawohl. Eieiei. So, für Ehre, das ist down. Da haben wir 3 Gold dabei und liegt seine Fackel. So, wie gesagt, der ist zwar jetzt tot, aber der wird wiederkommen. Das ist ein ewiger Fluch, dieser Knilch. So. Schockwiderstand 25%. Ja. Und nochmal. Boah, schon wieder so viel Geld. Unter Wasser laufen. Das lasse ich mal hier, das brauche ich nicht. So, schon wieder so. Mein Gott, schon wieder so viel Geld. Wow, 100 Punkte Magicka entziehen. Stiefel des Eb schreit. Des Erhabenen schreit das vielleicht? Ich weiß nicht. 85 Punkte Feder. So. So, ich glaube, das Schätzen sind wahrscheinlich Ebenerz-Stiefel, so wie ich das gerade gesehen habe, ne? Oh Gott, wir müssen echt mal was verkaufen gehen. Ja. Die Verzauberung ist gut. Was haben denn die Drachenstiefel für Frost widerstehen? Ach komm, wir haben zwar eine gute Verzauberung, aber ich verkaufe die gleich trotzdem einfach. Okay, sind wir hier. Alles klar. Was habt ihr denn da? Alten Elfenhelm. Das sieht bedeutend aus, was immer es auch sein mag. Ich glaube, ihr habt tatsächlich etwas Bedeutendes gefunden. Ihr bringt das am besten so bald wie möglich zu Irlaf in die Kaiserstadt. Er wird es sicher von den Magiern dort genauer untersuchen lassen wollen. Ein paar Gerüchte nochmal. Im Westen, in Alt-Kolovia, da ist ein Mann noch ein Mann. Das ist die Goldküste, die Westebene und das kolovianische Hochland. Da ist ein Mann noch ein Mann. Wie er es betont hat. Okay, jetzt gehen wir hier raus. Und dann beende ich auch die Folge. Beziehungsweise, ich muss kurz was gucken. Ja, wir haben Willenskraft und Glücksschaden. Das heißt, wir müssen schon wieder in der Kapelle gehen und uns heilen lassen. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann am Essen in der nächsten Folge. Haut's so rein.